Und willkommen bei Shadanur. Wir werden von Flattermännern angegriffen, die zudem Feiglinge sind, wie er uns gerade berichtet. Und gehen hier mal diese wunderschöne Treppe hoch. Und sind in Shadanur drinnen. Die Inneneinrichtung ist etwas spärlich, dafür sind die Windgeräusche umso lauter. Und vor uns steht ein Klubber, die Schande von Shadanur. Was hast du denn zu sagen, hä? Willkommens in Klubbernur. Armer Glubber, böses Dämonix in meinem Keller. Wenn du mich hilfst und machst kaputt, die böse Dämonix, Glubber, dir geben Geschenk. Schönes Buch, ganz in Schwarz, mit goldenes Fischgesicht. Aber Glubber nix lesens. Mich, Glubber, Herr von Klubbernur. Ja, der Herr von Klubbernur hat vermutlich auch Jar Jar Binks vertont und hat ein Problem in seinem Keller. Na, da wollen wir gleich mal ein bisschen aufräumen da unten, ne? Hallo, ihr Lieben. Ja, hier ist ein Haufen Dämonixe, ne? Hat er schon gesagt eigentlich. Guck mal ran, ihr Dämonixe. Hallo, hallo, hallo. Seid ihr alle? Naja. Da hatte ich mir jetzt ein bisschen mehr erwartet. Na und du? Lässt ja Zeit, hä? Wir haben Zeit, keine Sorge. Wunderschön. So, hier haben wir den Schulterpanzer des Erlösers. Wir haben eine Portalrune. Wir haben einen galanten Ring der Asche. Wir haben ein bisschen Gold. So, so, so. Da oben den Mist lasse ich mal liegen. Und wir haben hier, was auch ganz, ganz wichtig ist, das Element der Leere. Das hat auch dieses Loch hier geschaffen. Da war früher eigentlich eine Statue, aber jetzt ist halt ein Loch, ne? Wir nehmen uns das mal mit. Eine solch gewaltige Essenz. Welch seltene Kostbarkeit verbotener Nekromantie. Ich frage mich... So, wir haben zwar eine Portalrune, aber die scheint nicht für dieses Portal hier gedacht zu sein. Äußerst merkwürdig. Und wir haben hier das Tagebuch des Shadar. Wir haben hier noch allgemeine Betriebshinweise zur Benutzung von Beschwörungskreisen, ne? Können wir uns hier durchlesen. So, das Gold nehme ich jetzt doch mal mit, wo ich gerade dran vorbeilaufe. Wäre auch eine Schande. Und gehe wieder hoch zum Herrn Klubber. Hallo Klubber, du Kloppi. So, na, du Dickwanst. Dämonik der All... Ich kann gar nicht so sprechen, wie das gemacht hat. Dämonixer all... Nicht frech zu hoch. Dämonixer alle weg. Du großes Krieger sein. Klubber dir gebens Geschenk. Ach, Klubber nicht länger sein wollen, Herr von Klubber nur. Klubber dir folgens. Nur bis Klubber findet Ort seiner Geburt. Geheimes Ort in Dunkelland. Früher die dunklen Fürsten dort. Aber heute nichts mehr. Sind zu Kleinixe gegangen und haben getötet. Du mischst ihn mit. Kleinixe? Keine Ahnung. Wir nehmen den Typen auf jeden Fall mit. Betrachte diesen Auftrag als bereits erfüllt. Denn wir wollen immer Frischfleischreserven haben. Nee, aber ich glaube, mit dieser Portalrune können wir günstigenfalls und in aller Hoffnung hier unten dieses Portal aktivieren. Genau. Genau. Und kommen, wieder erwarten, hier raus. So. So einen falscher Zauber. Speise ich zum Frühstück. Leicht angebraten, so. Püriert und mit einer Prise Salz veredelt. Und warum fort mit euch? Warum brät er denn irgendwas, was er sowieso im Nachhinein püriert? Ich kann den Typ nicht verstehen. Und ich glaube, an so einem Untoten ist genug Salz dran, ne? Würde ich eher ein bisschen, keine Ahnung, Milch ranschmeißen. Damit es alles etwas zarter wird. Auf jeden Fall haben wir hier Leute, die uns auffordern, um Vergebung zu flehen. Und wir haben Klubber am Arsch. Also nicht wirklich. Wir haben ihn auf jeden Fall in Begleitung. Und müssen ihn hinten hinbringen. Was etwas problematisch ist, weil es gibt hier kein Portal weit und breit. Achso, das ist ein Whisky-Lieferant. Okay. Das heißt, wir pfeifen mal unser Hotte Hü hier ran. Besteigen das mal. Also, auf den Sattel steigen wir mal. Und dann machen wir uns mal ganz fix vom Acker. Denn Herr Klubber wird hier hinterher teleportiert. Was ist denn jetzt los hier? Habt ihr irgendwelche gesonderten Probleme?
Ich glaube, wir müssen erstmal hier ein bisschen für Ordnung sorgen. Irgendwie ist hier so eine leichte Revolte ausgebrochen. Der Magier brennt erstmal. Und stirbt erstmal. Jetzt stirbt der nächste Magier. Ich meine nicht, dass sie einen Sinn gehabt hätten, aber naja. Es riecht halt ein bisschen komisch, ne? So, wir müssen also nach Moorbruch oder wie der Kram sein hieß. Wir müssen auf jeden Fall ganz weit weg. Und hauptmissionsmäßig müssen wir nach Shadda schieß mich tot. Nee, nicht nach Shadda nur, sondern nach Burg Hohenmut. Das bestimmt auch im Elfischen einen Namen hat. Das wollen wir hier mal nicht absprechen. Die werden mich gleich wieder festknoten, die Witzbolde wetten. Los, komm, mach deine dumme Scheiße, wenn ich nicht vorwärts komme. So, ganz fix, ganz fix, ganz fix. Herr Klubber hat zum Glück einige Lebenspunkte. Deswegen können wir einfach mal ganz fix durchreiten. So. Die sind hinfort, das ist ganz wunderschön. So, hotte hü, hotte hü, hotte hü. Ja, ja, ihr komischen Magier. Sind wir hier schon am Ort unserer... Nee, noch gar nicht, ne? Wir müssen hier noch ganz, ganz weit hinter. Ich konsultiere mal kurz die Karte. Wir müssen... Gott. Ja, das wird jetzt eine etwas längere Tour. Aber ich kann ja während der Zeit irgendeinen dummen Mist quatschen, der überhaupt keinen interessiert und eigentlich auch gar keinen Inhalt hat. Man kann zum Beispiel wirklich, das haben Forscher herausgefunden, dass man wirklich dummen Mist am Stück quatschen kann, ohne dass der jegliche Inhalt aufweist. Also ich empfehle an der Stelle immer noch gerne die Politikerrede von Loriot, die wirklich ein, ja, sagenhaftes Beispiel für eine derartige Redekunst ist. Aber wir können natürlich auch Zusammenschnitte von irgendwelchen anderen Politikerreden machen oder von Allgemeinreden. Ich meine, wir haben ja alle schon mal irgendeine Rede in unserem Leben gehört, aber haben wir uns wirklich den Inhalt davon gemerkt? Ich meine, die meisten Reden ähneln sich ja sowieso ein bisschen. Ich könnte hier, glaube ich, abkürzen, hoffentlich. Ach nee, hier komme ich nur zu irgendeiner bekloppten Höhle. Dann kürze ich halt nicht ab. So. Also die können auch überhaupt nicht zielen, ne? Wahrscheinlich wird zu viel gesoffen, die Quatschköpfe. Die sollten halt anstatt Whisky vielleicht, ne, gut klares Wasser herstellen. Das können die, glaube ich, auch nicht. So, jetzt bringe ich nochmal kurz hier die Spinne um. So, und die ganzen Kravis auch. Und die Medialis auch. So, die... Ja, steig halt ab, ist mir auch egal. So, da ist Klubber. Wunderschön, dass er jetzt gerade auftaucht, denn wir sind hier quasi am Missionsziel angelangt, ne? Sind wir doch? Sind wir? Sind wir? Ja, sind wir. Hallo, Klubber. Schönes Ort. Ja, Klubber bleiben, werden fischen. Ogermädchen finden und glücklich sein. Du gutes Freund. Immer vorbeikommen und wir machen lecker Schmackofatze. Du nix so traurig, dass Klubber bleibt. Lebenswohl. Ja, wir kommen vorbei und er macht Schmackofatz. Das, denke ich mir schon. Ich weiß nicht, warum diese Nebenquest eigentlich so bedeutsam ist. Wir hätten den, glaube ich, auch einfach umknallen können. Aber naja. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen der Hauptquest zuwenden, die uns halt hoch nach Burg Hohenmut führt. Ja, das Portal ist zwar bei Heckenheim eingezeichnet, aber wir haben es nicht aktiviert. Jetzt überlege ich mir gerade, ob es... ich kann nach Schönblick gehen am besten. Ja, okay. Habe ich noch Zeit dafür in der Folge? Ich hoffe es, wenn ich mein Pferd mal schnappe. Na gut, aber wir geben uns auf jeden Fall auf Umwegen, sage ich jetzt mal, nach Burg Hohenmut. Und gucken mal, was dort, ja, Hauptstory-mäßig so vonstatten geht. Jetzt müssen wir natürlich leider erstmal wieder unter verschiedenen Behinderungen zurück. Lass mich doch einfach mal... Was will ich denn von dir?
du abgefackelter Rotzpopel. So, jetzt spreche ich die ganz schlimmen Begriffe aus, weil du mich total nervst. Ja. Wir müssen jetzt leider zurück wieder nach Burg Sternenthal. Ich hoffe, das kann ich jetzt noch schnell erledigen. Hotte Hü. Es ist eigentlich auch schön, dass sich der Sound, also das Geklapper der Pferdehufe, dem Untergrund anpasst. Mein Gott, wer seid ihr denn? Na, waren vermutlich die 7 Zwerge mit Personalmangel. Und du hältst auch mal die Schnauze. Danke. Israfaels Rache. Was auch immer es ist, ich nehme es mit. Ein Stab für die Waldelfin? Wer macht denn bitte eine Waldelfin mit Stangenwaffen? Ich meine, kann man machen, ja klar. Aber ist eher untypisch, ne? So, ein Haufen Geister wieder. Tralala, tralala, tralala. So. Mal mehr oder weniger lautlos gegähnt. Und wir dürften uns doch hoffentlich jetzt bald mal dem Eingang von Burg Sternenthal nähern. Naja, mehr oder weniger. Diese ganzen Priester gehen mir schon ein bisschen auf den Senkel. Komm, die sterben auch wie die Fliegen. Und geben mir Erfahrungspunkte. Das ist auch, naja, vermutlich ihre beste Eigenschaft. Andere kann ich da gerade nicht erkennen. Sie können hier auch mal irgendwann neue Texte zulegen. Ob man das eigentlich verändern kann? Ich meine, Sekret ist jetzt schon eine Ecke älter. Vielleicht findet man die Sounddateien von den ganzen Leuten noch irgendwo. Aber ich glaube eher nicht. Die sind bestimmt in irgendwelchen Programmbibliotheken versteckt und man findet die gar nicht. So, du gehst auch mal hinfort. Danke. So, wir sind hier im Burg Sternenthal, da könnte ich... Ach, ich gehe irgendwann später zum Händler. Ich werte erstmal meinen Stufenaufstieg aus. So. Hier Widerstand. So, 120. Sieht ganz gut aus. Dann Magiekunde mache ich mal 2 drauf, damit das 40 ist. Dann mache ich hier mal auf... Ach, Stangenwaffen. Ja, stimmt, ich bin ja Stangenwaffentypi. Und auf... Wassermagie. So. Jetzt gehe ich hier durch. Und zwar nach Schönblick. So, und von Schönblick teleportiere ich mich dann hoffentlich hier übers Wasser rüber nach Heckenheim. So, ich guck mal in der Hoffnung, dass es funktioniert. Ja. War ich hier schon mal? Kenne ich ja so gar nicht. Gibt es irgendeine Nebenmission, die ich vielleicht übersehen haben könnte? Hallo? Lass mich hier rein. Ich bin ein Pferd. Ich kann ja mal absteigen. Also den Bauernhof kenne ich, glaube ich, gar nicht. Naja, ist auch mal schön, was Neues zu entdecken. Aber ich glaube, hier ist auch weiter nichts. So, deswegen besteigen wir wieder unser Hotte Hü. Und werden uns auf den Weg Richtung Dingens machen. Richtung Heckenheim, um dort das Portal zu aktivieren. Und dann können wir auch gleich uns hoch nach Burg Hohenmut teleportieren. Die Untoten lassen uns zum Glück in Ruhe, weil wir schon viel zu geil sind. Aber wir könnten auch mal einen richtigen Zauber auswählen. So. Ja, ich glaube, die greifen sowieso nur den Leibwächter an. Oder die Tanten auch an sich. Egal, ich verschwinde schnell von hier. Vielleicht überleben sie ja, wenn der Chunk nicht mehr geladen wird. Oh, so, wir sind. Ich diesen ländlichen Geruch verabscheue. Ja, wir wissen das ja, Mr. Hochwohlgeboren. Da könnte ich gleich mal hier zum Händler reinlatschen. So, und hier ein bisschen Stuff verkloppen. Hallo. So, wir verkloppen mal. Geht das einfach so, Janne? Das verklopfen wir, das verklopfen wir, das. Das brauche ich auch nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Nö. Nee, nö.
Nee, nee, nö. Nee, nee. Ja, Regenshow ist zwar nicht schlecht, aber Axtkampf haben wir überhaupt nicht. Fernkampf auch nicht. Guckt nie, es schmuckt Schocks. Was sagt unser eigentlich? Ach, der Kampfkunst. Aha. So, wenn ich jetzt gegen den hier austausche, das war alle Fertigkeiten plus 1, aber jetzt haben wir plus 9 Gegner schocken. Gucknis Bär des Schreckens habe ich sogar auch, glaube ich. Ich behalte den mal drinne, einfach nur so aus Spaß. Die Phasenverschiebung kann ich ja mal einlesen. Das kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. 5, 2, 1 Frame. Ja, wir haben ein Frame. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Gott, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ich habe nichts gemacht. Ich bin total unschuldig. Jetzt hat es wiederholt. Also manchmal ist es alles etwas merkwürdig. So, irgendwelche Stäbe hat er ja nicht für uns. Der muss Regeneration Zauber plus 54% überbieten. Und das ist momentan nicht so der Fall. Also manchmal gibt es hier doch ganz eindeutige Frame-Einbrüche. Ich weiß nicht warum. So. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge mal das Portal aktivieren und hoch nach Burg Hohenmut gehen. Ich meine, runter nach Burg Hohenmut ist auch ein bisschen komisch. Aber was nicht komisch ist, ist nämlich, tschüss.